Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück. Wir hatten hier beim letzten Mal so ein bisschen Probleme gehabt, weil die Herren sich ein bisschen in die Quere gekommen sind. Deswegen lassen wir jetzt einfach mal den Gruber ein bisschen arbeiten und werden hier weiter Stroh einsammeln. Allzu viel ist es nicht mehr. Ich denke mal, das gibt vielleicht noch zwei Ladewagen voll. Dann dürften wir damit durch sein und haben dann da auch schon mal wieder ja einen Punkt abgehakt, also einen Stressfaktor weniger sozusagen. Und ich habe mir jetzt noch mal über das Thema Gedanken gemacht. Also wir werden, denke ich mal, wenn das nächste Geld kommt, oder wir gucken gleich mal, ob wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen können. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir Kredit aufnehmen können. Habe ich mir schon überlegt, ob wir einfach die Schweine aufstocken. Wir brauchen Mist und Gülle, de facto. So oder so. Und das hilft uns nämlich für die Saatgut und natürlich auch für die Düngerproduktion. Und Dünger werden wir hier brauchen. Denn ich glaube, das war hier. Da hat nämlich sogar jemand geschrieben, vergiss nicht zu düngen. Und ich habe es jetzt doch vergessen. Und wir müssen auf alle Fälle das Feld 14 und auch das Feld 10 nach der nächsten Ernte erstmal pflügen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. So, wir sind hier wieder voll. Was? Helfer J hat die Arbeit beendet. Grund unbekannt. Warum? Ach, der kommt da oben wieder nicht zurecht. Ich sag ja, das ist ein Problem da oben. Und hier sieht man echt, wie miserabel diese Ernte wird. Was machst du denn? Warum erntest du nicht, Freund? Ah, ich hätte vielleicht noch das Schneidwerk senken sollen. Das könnte helfen. Okay. Das war mein Fehler. Aber kein Problem, das kriegen wir hin. Dann werden wir dem Freund hier erstmal ein bisschen helfen. Fahren wir gerade die zwei Spuren selbst und werden dann dementsprechend ihn wieder einsetzen. Naja gut, dann muss er halt da erstmal so lange jetzt durch. So. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, Ernteertrag wird wahrscheinlich nicht der Burner werden. Aber ihr habt mich ja gewarnt, ne? Ich hätte ja auch auf euch hören müssen. Dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Aber gut, wir haben jetzt keinen Riesenverlust dadurch. Das ist jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir trotzdem geschmeidig hin. Der Sprit wird uns da für vieles entschädigen, denke ich mal. Und das Feld ist ja schon ziemlich groß, so dass wir da auch erstmal ja ein bisschen was reinkriegen, obwohl wir jetzt hier nicht so optimal die Voraussetzungen geschaffen haben. Das war halt nicht so gut. So. Ich denke mal so, ups, hat der Helfer definitiv ein bisschen mehr Luft zum Arbeiten. Vielleicht sollte ich auch gucken, dass wir hier dann ein bisschen gerade fahren, weil sonst dreht mir der Helfer gleich wieder durch. Aber hier hinten an dem Zaun und den Bäumen, das ist natürlich schon schwierig, dass er da das Richtige findet. So. Das sieht soweit okay aus. Dann nehmen wir gerade den Streifen noch mit. Ja, das ist alles nicht so optimal. Das ist alles nicht so optimal. Warum erntet er das nicht? Das ist eine andere Fruchtsorte oder akzeptiert er da das Feld nicht mehr oder ich verstehe es gerade nicht. Das ist echt seltsam. Da müssen wir mit dem Pflug mal was machen. Da müssen wir irgendwie mit die Ernte da auch nicht. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Wieso erntet der nicht? Ist doch alles erntereif. Warum erntet der nicht? Und es sind Sojabohnen. Das ist jetzt kurios. Jetzt erntet er auf einmal wieder. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Jetzt nimmt er auch das da hinten auf einmal mit. Also das muss man jetzt nicht verstehen, oder?
Das muss ich jetzt nicht verstehen. Oder ist da hinten... Ah, das könnte sein, dass das hier, dass da noch eine andere Frucht, da ist noch eine andere Fruchtsorte dazwischen. Deswegen hat es den gestört. Ah, gut, das muss man natürlich erst mal verstehen, aber kein Problem. Kriegen wir ja alles hin. Okay. Wenn wir den Hintergrund kennen, wo die Schwierigkeit liegt, dann können wir es auch beheben. Das ist wie bei meinem Rücken. Wenn ich da mal wüsste, woher das kommt, dann könnte mir der Arzt die richtige Spritze geben, die richtige Therapie verordnen und dann wäre ich das Problem auch los. Also ich muss jetzt endlich mal zum Neurologen und dann muss der einfach mal gucken. Also irgendwas stimmt mit meiner Muskulatur nicht. Die Knochen sind alle in Ordnung, heißt es von jeder Seite. Also muss es ja an den Nerven oder an den Knochen irgendwas, oder an den Muskeln irgendwas sein. Also da muss auf alle Fälle jedenfalls irgendwas gemacht werden. So kann das nicht weitergehen. Das geht nicht. So, mit dem neuen Display, ja, sehen wir auf alle Fälle auch besser jetzt, von was wir wo wie viel haben. Das ist schon mal wichtig. Den bringen wir mal rüber zu den Sojabohnen. So, denn. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Ich glaube, das ist jetzt die Folge für den Dienstag. Also da müsste, denke ich mal, bis dahin auf alle Fälle schon irgendein Ergebnis da sein. Also das heißt, in eine der nächsten Folgen oder für die Mittwochs-Donnerstags-Folge oder wie auch immer, kann ich euch wahrscheinlich dann schon mehr Informationen geben. Ich nehme jetzt nur, solange ich noch kann, ein bisschen im Voraus auf, damit ihr, falls ich dann doch ins Krankenhaus muss, ja zumindest so lange wie möglich noch ein bisschen Solaris aktuell gucken könnt. Ich hoffe, ich muss nicht ins Krankenhaus. Ich habe da so keinen Bock drauf. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. So, nächstes Stroh geht weg. Wie gesagt, da haben wir auch schon eine ganze Menge drin. Über 200.000 Liter. So. Schön. Läuft. Ich glaube, für die nächste Aufnahme sollte ich mir wieder was zu trinken holen. So, jetzt können wir eigentlich auch dann den Freund Schnürschuh wieder aktivieren. Ganz wichtig. Denn jetzt ist genug Vorlauf. Jetzt kann der nacharbeiten bzw. hinterherfahren. Der scheint ein Tick schneller zu sein. Also ich denke mal, der wird dann sowieso wieder aufholen. Aber das ist ja mit einem gebührenden Abstand erstmal gar kein Thema. Dann kriegen wir das ja auch hin. So. Ja, das ist jetzt nicht mehr viel. Da ist nur noch die halbe Strecke nach hinten, danach nur noch die kurzen Strecken, das müsste eigentlich gehen. So, Freundin fängt jetzt in einer halben Stunde an zu arbeiten. Die war jetzt heute Morgen noch extra bei mir gewesen und hat sich ganz rührend um mich gekümmert. Fand ich super süß. Und ich hoffe, sie schafft es jetzt noch locker auf die Arbeit und macht sich da auch nicht so viel Gedanken. Helfer hat die Arbeit außerplanmäßig beendet. Tank ist leer. Das klingt nach unserem Freund der Sämaschine. Jawohl, da müssen wir wieder ein bisschen Saatgut auffüllen. Aber Saatgut haben wir ja zum Glück noch da. Ein bisschen Dünger bräuchten wir eigentlich auch noch. Muss ich mal gucken, ob wir noch etwas Dünger da haben. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ein bisschen Dünger war noch drin. Zumindest hier direkt. Wir machen schon mal den Deckel auf. Das geht ja da über den kleinen Deckel. Gucken wir mal beim Dünger, ob wir da gleich nachfüllen können. Muss nur gucken, dass wir da auch anständig drunter stehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Nö, anscheinend funktioniert das so nicht so wirklich. Ich glaube, da müssen wir dann doch einfach unter. Aber ich hoffe, das geht beim Saatgut besser. Nicht, dass wir da auch ein Problem haben. So, Befüllung starten. Saatgut, jawohl. Und einmal kurz reingehustet und schon ist es Saatgut voll. Das ist geil. Also geil. Habe ich den Deckel zugehabt? Ach, deswegen. Ich habe den Deckel zugemacht und nicht aufgelassen. Dann kannst du natürlich nicht auffüllen. Probieren wir nochmal. Ja. Abdeckung öffnen. Ne, das funktioniert hier anscheinend nicht richtig. Gut, ist aber auch kein Problem. Wir haben noch genug Saatgut da. Das funktioniert. Das funktioniert. So, fahren wir gerade wieder hoch. Also jetzt hat zumindest der
Europa de facto genug Vorlauf. Das dürfte die Seemaschine nicht mehr einholen. So, dann einmal bitte wieder loslegen und wir legen hier wieder los. Nein, wir legen nicht hier wieder los. Wir legen hier wieder los. Weil unser Freund zum Ernten ist voll. Oder dann wird es doch ein bisschen mehr als gedacht. Vielleicht nur der Rand jetzt, der so blöd war. Das kann natürlich sein. Aber wir schauen mal. So, der kann hier gemütlich abtanken. Jetzt legen wir aber auch wieder los. Ganz wichtig, weil sonst verlieren wir am Ende das Stroh doch noch. Also das möchte ich natürlich nicht. So, wir haben noch 7 Spuren vor uns. Bin mal gespannt, ob das reicht oder ob wir dann nochmal leer machen müssen. Jedenfalls können die hier ganz gemütlich mit den Sonnenblumen jetzt durchackern. Das ist soweit alles geregelt. Ernte läuft drüben auch, das ist auch gut. Und dann, ja, ist die Frage, wie wir das machen, ob wir dann Richtung Spritproduktion schon einen Hänger losschicken, weil ich glaube, die Produktion selber geht schnell. Da müssen wir mal gucken dann. Aber gut, wir haben ja Zeit. Also uns hetzt ja eigentlich keiner. Ist ja soweit erstmal kein Problem. Jedenfalls in der Folge können wir das Stroh hier noch gemütlich fertig machen. Die Jungs kommen noch ein bisschen voran. Auf der 4 ist 14, ist dann die Frage, was wir dann als nächstes einsehen. Wenn die Einsaat durch ist, oder ja, wenn die Ernte durch ist, dann müssen wir uns da spätestens Gedanken machen. Also Raps haben wir jetzt im Laufen, Sojabohnen. Bam, 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 bam. Was brauchen wir eigentlich noch? Ah, wenn ich nicht immer so olle unvergesslich wäre, Alter. Das ist langsam echt eine Katastrophe. Zum Glück können wir schnell dahin springen. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Sonnenblumen, Sojabohnen und Raps. Ja, dann haben wir eigentlich alles drauf. Dann können wir da, denke ich, danach Raps drauf machen. Oder wir lassen die Felder einfach mal so von der Aufteilung. Und gucken, wie das vom Mengenverhältnis dann passt. Ich denke, das ist das Einfachste. So. So, also ein bisschen zieht's noch, wenn ich ein bisschen länger sitze. Also ich muss immer zwischen den Folgen so ein paar Meter mal gehen, um mich kurz bewegen, weil es tut doch noch ein bisschen weh. Aber zum Glück schon lange nicht mehr so schlimm wie heute Morgen. Heute Morgen habe ich echt gedacht, ich muss direkt ins Krankenhaus. Oh. Es wird langsam ein bisschen besser. Aber es kann auch sein, dass es jetzt durch die Medikamente kommt. Die Freundin hat mich zweimal richtig dick mit Voltaren eingerieben. Ich habe, glaube, 3 Ibuprofen genommen und zusätzlich noch Diclofenac. Also ich habe so das volle Paket gerade. Falls ich also anfange, irgendwie so wie in Delirium ein bisschen Dummzeug zu labern, ja, dann sind das die Schmerzmittel. Hehe, habe ich wenigstens eine Ausrede. Naja, aber es war schon echt eklig. Also, muss nicht sein. Das braucht kein Mensch. So, ich glaube, der ist gleich voll. Das müsste jetzt ganz schnell gehen. Gerade mit den etwas größeren Haufen. Jawohl. Und ein kleiner Klecks ist liegen geblieben, aber kein Problem. Das kriegen wir mit einem Ladewagen locker noch weg. Und dann ist Thema Stroh erstmal durch. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Dann können wir das hier mal abkippen. Ich weiß gar nicht, sehen wir hier, ist das unsere Tankstelle mit dem Sprit oder ist das auch der Sprit, der unten ist? Das weiß ich nicht. Weil hier stehen noch 825 Liter. Ich weiß gar nicht, ob man das da unten einsehen kann, wie viel Sprit vor Ort ist. Ich glaube, vorne ist eine Anzeige, ne? Da müsste doch, oder irgendwo sieht man das, glaube ich. Ja, Diesel 0. Ich will gerade gucken, was das war. Irgendwo hat es gerade gescheppert. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier im Haus war oder wo. Keine Ahnung. Muss ich gleich mal nach der Folge schauen. So, gut. Ja, also hier muss ich fertig abkippen. Habe ich ganz vergessen. So, dann holen wir uns noch die letzten dreien. Und dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Sodle. Dann haben wir nicht mehr allzu viel, dann sieht das gut aus.
So. Zwei Reihen haben wir noch. Dann ist das Thema vom Tisch, wobei die letzte Reihe hier, das sind glaube ich eher nur noch so ein paar Kleckerreste. Das ist nicht mehr allzu viel, aber ich glaube, die Reihe nebendran, die dürfte da noch mal ein paar Liter bringen. Und dann stehen wir doch schon ganz gut, ne? Also Stroh haben wir mehr als genug. Brauchen wir uns gar keinen Kopf zu machen. Und ansonsten läuft auch alles fleißig brav vor sich hin, das ist gut. So, jetzt haben wir noch die eine. Und dann haben wir es. Die drei Klecks, die jetzt da rumliegen, ich würde sagen, die lassen wir einfach da. Die werden damit untergegrubbert. Müssen nur dran denken, dass wir dann beim nächsten Mal auf alle Fälle erst pflügen. Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht wieder. Wäre nämlich mal ganz wichtig. Ich bin immer noch überlegen, ob wir diese Begradigung hinten an dem Feld machen. Ich weiß es noch nicht. Oder ob wir da einfach eine andere Textur hinmachen und sagen, wir sagen, das ist kein Feld mehr. Ich bin mir dann noch ziemlich unsicher, weil der Helfer hatte eigentlich ziemlich oft Probleme. Aber das können wir uns in den nächsten Folgen dann entsprechend mal überlegen. Das eilt jetzt nicht. Da haben wir im Moment erstmal keine Panik. Das läuft alles. So, hier nochmal abtanken. Damit ist das Thema Stroh vom Tisch. Das ist gut. Ich bin froh, dass wir das haben. Ja, sei immer froh, wenn du hast Stroh. So, hier schauen wir nochmal. Das sieht jetzt auch ganz vernünftig aus. Den Helfer nehmen wir nochmal raus. So, und werden dann hier gerade nochmal schnell die Kurve ein bisschen verbessern. So. Und dann ist er auch ja schon zu 58% voll. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und dann setzen wir den gleich für die nächste Runde an. Da kann er in der nächsten Folge dann weitermachen. Und ja, wir werden dann, denke ich mal, die ersten Sojabohnen runterbringen. Ach, die Bäume stören hier ein bisschen. Und ja, doch, da kommt einiges zusammen. Das sah jetzt wohl durch die Randstrecken ein bisschen blöd aus, aber insgesamt denke ich, wird es definitiv passen. So, da nehmen wir auch mal der Helfer raus. Der kann hier dann entsprechend für die nächste Folge sich vorbereiten. Ich hoffe, der Dünger reicht. Das ist soweit klar, das ist soweit klar, das ist soweit klar. Da auch den Helfer raus. Dann setzen wir da mal den für die nächste Spur an. Und ich denke mal, in der nächsten Folge können wir vielleicht noch ein bisschen nach Mist gucken, damit wir eventuell mit dem Dünger dann noch eventuell zurande kommen. In dem Sinn, für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.